Sie Lords und Sie Ladies, was passt besser zu so einem verrückten Getränk wie dem Bumbu als ein Tiki-Cocktail? Der Freaky Tiki-Cocktail. Bauen wir mal auf, und zwar das Ganze im Shaker. Schon mal mit Eis. Und jetzt kommt der Spaß rein. Dazu gehören 6 freundliche CL Bumbu Original. Dann noch 3 CL Ananassaft. Dann noch 1,5 cl oder 15 ml Limettensaft. Frisch gepresst natürlich. Passt. Was jetzt kommt, grenzt so ein wenig an Alchemie. Denn ich werde zusammenkippen. 15 ml oder 1,5 cl Mischung aus Campari und Grenadin. Beides rot. Weil es irgendwie ein bisschen komisch, aber gut für den Drink. Und was darf bei einem richtigen Tiki-Drink nicht fehlen? Orchard oder Mandelsirup. Ebenfalls 15 ml, 1,5 cl gehen in den Drink. Wie immer stelle ich hier schon mal ein Glas mit Eis hin. Da kommt gleich der Drink rein und den müssen wir jetzt erstmal shaken. Also, los geht's. Ist kalt. Die einzige Zutat, die hier Fasern hätte haben können, wäre die Limette. Also müssen wir das Ganze double strainen. Für die richtig Harten unter euch, die tun das einfach so ins Glas. Und wie immer folgt jetzt probieren mit dem Trinkröhrchen. Auf euer Wohl. Oha. Ha, geil. Wie schön. Nee, es ist ein echter Tiki-Drink geworden. Mensch, das freut mich. Das Rezept übrigens, das schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Und wenn ihr noch mehr solche Drinks haben wollt, abonniert gerne meinen Kanal, macht das Glöckchen an und dann bekommt ihr solche Rezepte immer frei Haus. Weswegen ich jetzt der Meinung bin, dass das hier ein anständiger Tiki-Drink ist, ganz einfach. Da ist ganz viel Alkohol drin, ganz viel Süß, ganz viel Frucht. Wahnsinnig leckerer Drink. Bumbu passt da super zu. Also ganz, ganz großartig. Ich nehme nochmal, weil der ist lecker. Oh. Dieses Zusammenspiel aus süß, sauer und richtig Wumms, der macht echt Spaß. Mein lieber Schwan. Also, wenn ihr eine Alternative zum Mai Tai sucht, das ist sie. Prinzipiell mal unter uns, wenn wir ehrlich sind, sowas hier ist ja ähnlich wie so ein Mai Tai, ne? Also so ganz grobe Zutaten, aber klar, im Großen und Ganzen hat jeder Tiki-Drink eine Süßung, eine Säure, ein Rum bzw. eine Spirituose und dann eben noch irgendwas Schönes, Saftiges obendrauf. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, sagt es mir gerne mit einem Like, lasst ein Abo da und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, ob ihr diesen Drink hier mal nachmachen würdet oder ob ihr irgendeinen anderen Drink gerne haben wolltet. Unten ist ganz viel Platz. Schreibt's rein und wir sehen uns beim nächsten Drink. Tschüss!